Und damit hallihallo und herzlich willkommen hier auf ÖPNV-Simulation. Ich bin's, der Bio, und begrüße euch ganz herzlich hier zu einer weiteren Folge Lotus. Ja, schön, dass ihr wieder da seid. Wir hatten vor einiger Zeit ja die Karte Twinaue bei uns hier und haben diese Karte als eine mit der besten Karten betitelt. Jetzt kam ein großes neues Update raus und wir wollen mal gucken, ja, ist es jetzt immer noch so oder wird man jetzt hier so ein bisschen schlampig mit der Zeit oder bleibt sie weiterhin die Top Nummer 1? Das werden wir uns, wie gesagt, heute mal anschauen. Wir sind heute auf der Linie 601 unterwegs und fahren das Ganze hier von der St. Margaretenkirche Richtung Hauptbahnhof. Also das ist ein ganz schönes Stück, was wir hier fahren werden und natürlich auch ein neues Stück, was wir hier fahren werden. Deswegen freue ich mich, dass ihr wieder dabei seid. Allerdings muss ich auch wieder hier sagen, trotz neuen Systemen ist die Performance hier nicht die beste, leider. Kann man jetzt das Ganze jetzt nicht wirklich ändern. Ich habe schon probiert, irgendwas hier so umzustellen, einzustellen. Aber mehr als, dass ich dann nur noch schwarze Objekte habe, denn hier auf der Karte ist halt nicht drin. Deswegen, ja, muss man das Ganze jetzt ein bisschen abwiegen. Möchte man jetzt eher was sehen oder möchte man jetzt eher durch die schwarze Häuserschlucht fahren? Dann, ja, dann ist das natürlich dann ein bisschen, wo ich dann sage, so ein bisschen was sehen wäre natürlich schön. Leider müssen wir dann dementsprechend auch mit sogenannten Frame-Einbrüchen hier rechnen. Und ja, damit würde ich sagen, legen wir direkt los. Wir haben heute unseren GT6. Diese Außenstelle ist jetzt noch ein bisschen im Bau, aber auch hier, ne, diese Treppen hier, die kommen mir sehr bekannt vor. Ja, die ist EU-konform, ja. So ist ein kleiner Insider, die wissen dann, was gemeint ist. Das Ding kommt mir allerdings ein bisschen neu vor, das kenne ich gar nicht. Ja, hier diese Säulen, also auch wieder hier schön wieder in Szene gesetzt, hier das Ganze. Hinten mit einem kleinen Friedhof. Ja, mit so einem kleinen Gebäude. Was steht hier dran? Ne? Ach, gar nichts. Okay. Und sonst, ja, fahren wir hier in so eine Art Schlucht hier unten so durch und dann geht es da hinten wieder weiter. Und ja, von daher würde ich sagen, wir rüsten mal auf und werden uns mal so Richtung Hauptbahnhof bewegen. Deswegen Schlüssel rein. So, und wir sind soweit startklar. Wir sind auf der Linie 601-04 unterwegs. Ja, machen wir auch noch 04. So, dann passt das Ganze. Twinaue Hauptbahnhof Endstation. Das schaut ganz gut aus. Wenn wir jetzt mal hier rangehen, dann sollte das Ganze jetzt auch dran stehen. 601 Twinaue Hauptbahnhof. Wundervoll. Das passt. Und ja, dann können die Fahrgäste dementsprechend jetzt auch einsteigen. Ja, es kommt auf jeden Fall ordentlich dazu. Ja, also das geht jetzt in einem anderen Stück sogar noch weiter. Also eigentlich müsste man das Ganze hier sogar teilen in zwei Folgen. Aber wie gesagt, die Performance lässt hier wirklich sehr zu wünschen übrig. Ist jetzt, ja, die nächste Karte, die performant halt relativ nicht gut läuft, würde ich jetzt mal höflich sagen. Natürlich muss man da halt immer so ein bisschen abwägen, ja. System halt, wie alt, wie neu und alles sowas. Und ich muss mal ganz kurz mal den Lotus-Ton wieder leiser machen. Ja, muss man das Ganze natürlich ein bisschen abwägen. Genauso wie bei Sonnenburg halt. Ja, da war die Performance alles andere als gut. Die Frage ist halt, die man sich dann immer stellt, was kann man als Modder tun, der jetzt hier zum Beispiel an der Karte arbeitet? Da wird es natürlich ein bisschen kritisch. Natürlich eigene Objekte entwerfen, die vielleicht die Performance jetzt nicht so zehren, vielleicht das Ganze ein bisschen entschlacken oder sowas irgendwie, versuchen weniger auf Vegetation zu gehen, ja, irgendwie so. Das wären auf jeden Fall so Punkte. Aber was soll ich sagen, also tatsächlich hat es auch wirklich was gebracht, das System neu aufzusetzen. Auch wenn man es mir jetzt nicht glauben mag.
Das war natürlich der perfekte Zeitpunkt jetzt, um natürlich jetzt hier ordentlich einen abzuruckeln. Nein, also es hat tatsächlich was gebracht, das System neu aufzusetzen. Wie gesagt, jetzt gerade bei Karten, jetzt so wie jetzt hier zum Beispiel TwinAw, das Ganze halt dementsprechend damit aufzunehmen, ist natürlich mega anspruchsvoll, auch für den Rechner halt. Ja, das, dementsprechend hat es dann auch so eine Aussitzer dann. Ja, das ist halt, wie gesagt, also wenn man jetzt wahrscheinlich einen zweiten Rechner sich daneben stellen würde, dann wäre das alles wahrscheinlich nicht so dramatisch. Ja, aber wie gesagt, also da kannst du jetzt ja auch nicht einen x-beliebigen Rechner jetzt nehmen. Was mir bis jetzt gerade schon aufgefallen ist, ist, dass zum Beispiel die Ansagen, finde ich cool, dass hier Ansagen gesprochen werden, die sind sehr leise. Also im Gegensatz, so laut wie die Straßenbahn hier rumquietscht in den Kurven, hörst du die Ansage nicht wirklich. Also da könnte man vielleicht noch mal ein bisschen was ausbessern. Und hier, na klar, hier ist noch nichts fertig, deswegen fahren wir jetzt hier nochmal so schleunigst weg hier. Ins Gebiet, denn was dann fertig ist. Aber nur mal, um zu zeigen, ja, wie weit das hier eigentlich geht mit TwinAw, finde ich das Ganze schon extremst gut. Hier sehen wir, hebt sich hier irgendwas an. Ah, okay. Die hatte wieder Lotus wieder. Okay. Ja, das ist das, was ich meine, ja. Also Performance. Holy shit. Die ist in Lotus nicht mehr zu spüren. Ich meine, wenn man sich das Ganze natürlich hier anguckt, ja, muss man dementsprechend auch immer gucken, hat es damit eventuell was zu tun. Ne? Wenn ich mir jetzt zum Beispiel so das Gelände angucke, ja, schön verchromt und hast nicht gesehen, schön rund. Ja, wie rund ist es denn wirklich? Können wir uns gleich mal angucken. Weil das sind zum Beispiel so Sachen, wo man das Ganze so ein bisschen, die Performance zieht, ne? Und wenn wir hier schon mal gucken, ja, sehen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Das ist aber eigentlich noch in Ordnung. Das geht tatsächlich noch in Ordnung. Müsste man sich allgemein das Ganze mal angucken, weil das sieht nämlich hier echt rund aus hier. Also hier diese Stange hier, so, ne? Also, warte mal, diese Stange hier, die sieht wirklich sehr rund aus. So als kleiner Ansporn hier. Ne? Wie gesagt, hier auch diese ganzen Anhebungen, ja, dieses Terraforming, was ja, ja noch kein richtiges Terraforming halt ist. Ja, ich denke mal, das wird hier auch wahrscheinlich ein bisschen an Performance ziehen. Und so weiter und so fort. Ich bin jetzt zwar nicht von Lotus, also ich habe da jetzt keine Ahnung. Vielleicht ist es natürlich hier auch absoluter Bullshit, den ich hier erzähle. Kann natürlich sein. Aber kommt mir auf jeden Fall halt mega so vor, halt, ne? Dass diese Objekte vielleicht schon ein bisschen zerren. Hier guckt was durch. Wartet mal. Hier oben sind Schilder. Und da guckt sie unten durch. Ja. Hier, da, die hier, ne? Aber wir haben ja schon so ein kleines Feedback hier. Also ich bin sie natürlich schon abgefahren mal, ja, in einer anderen Richtung. Und natürlich, das habe ich mir auch schon angeschaut hier alles. So einzelne Sachen sind mir natürlich schon dementsprechend aufgefallen. Habe das Ganze dann direkt auch zukommen lassen. Und er meinte halt auch, so zwecks Performance, er würde gerne mehr machen, aber es ist halt nicht drinne. Stimmt irgendwas mit dem Gleis nicht. Da hat er irgendein Gleisstück nicht geladen, richtig. Am halben Berg. Ja, wie gesagt, die Ansagen sind deutlich zu leise im Vergleich zu der Straßenbahn. Guck mal, immer wenn wir Richtung Haltestelle einfahren, ne, da merkt man es dann halt, dass es hier doch von der Performance halt ein bisschen, ja, reinhaut. So, jetzt dürfte es auch interessant werden. Mal gucken, wie er das gelöst hat. Die Haltestelle ist nämlich am Berg. Ah ja, so hat er es gemacht. Okay, also hier schwebt nichts in der Luft oder sowas. Ne? Die Bank, die ist halt nur uneben. Also so schaut's aus. Ne? Also die Leute, die jetzt hier vorne zum Beispiel sitzen, die dürften kleinere Füße haben als die. Allgemein ist die Bank irgendwie voll klein. Ne? Die ist, glaube ich, ein bisschen zu tief leider drin. Ne? Ich glaube, da kann man doch deutlich höher machen, weil eigentlich könntest du dich so in dem Fall auch schon auf den Boden setzen.
Aber naja, mein Gott. Ja, wer achtet denn auf sowas bitte? So. Und sonst hier, ne, wunderschön hier auch mit den ganzen Splines gearbeitet. Hier immer mal so ein bisschen mit ja, ausgebesserten Straßen oder sowas. Mag ich sehr, ne? Wirkt halt doch deutlich realistischer, als wie wenn das halt wirklich eine Asphaltstraße ist oder so. Allgemein hat er hier eine schöne Asphalttextur gefunden. Die ist wirklich hübsch. Als hier die hinten, ne? Das sieht hier so aus, hier hinten, wie so eine Standardtextur so, weißt du, so einfach hingeklatscht, aber es wirkt irgendwie unrealistisch, weil das halt immer aussieht wie eine neue Straße. Und hier sieht es halt schon eher so nach aus, als ob es schon halt eine abgegriffene Straße ist. Aber es ist ja als Einbahnstraße? Das ist natürlich interessant. Würde mich mal interessieren. Oder ist es jetzt hier nur für die Bushaltestelle und dann ist es wieder zweispurig? Hm, keine Ahnung. Da-bing. Ei, 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 ei. Eieieiei. Ihr merkt's, ne? Also wir kommen jetzt Richtung Stadt. Das Problem ist, dadurch, dass es hier Häuser gibt, die schwarz dargestellt werden, ja, kannst du die Grafikeinstellung jetzt nicht niedriger einstellen, als wie sie jetzt ist. Wir sind jetzt auf hoch. Hat natürlich auf Mittel, also ausgeglichen, probiert. Da lief die, also da lief es doch relativ, doch deutlich besser so von der Performance her. Das Problem dann hierbei ist dann gewesen, dass wir hier schwarze Texturen haben, schwarze Häuser, wie zum Beispiel das hier. Ja, also. Auf jeden Fall ein schönes Programm gefunden, also eine schöne Stimme halt für die Haltestellen. Auf jeden Fall, das kann man mal lassen. Das kommt, die kommt echt gut rüber. Die junge Dame. So, 601 nach Finnauer Hauptbahnhof. Dann machen wir weiter. Beispiel sind ja auch Objekte verbaut, die kenne ich gar nicht. Ja, da müsste man sowieso mal gucken. Ja, woher stammen die? Also zum Beispiel ist zum Beispiel eines der Häuser, die wir an der Schule, wenn wir in einer bestimmten Richtung fahren würden, da stehen so eine neuartigen Häuser, die kommen mir gar nicht bekannt vor. Und da haben wir halt zum Beispiel das Problem, dass halt dort halt, wie gesagt, die Texturen schwarz angezeigt werden. So, am Kapellchen ist natürlich ein bekannter Ort, waren wir schon. Und hier schaut es doch richtig, richtig gut aus. Also man merkt halt, er versucht das Ganze weiter so zu bauen mit vier Details. Was aber natürlich dennoch so ein bisschen die Performance kostet. Oh nein, es tut mir leid. Ich hoffe, eure Ohren das jetzt mitmachen. Das ist Tippi-Stream. Ja. Genau, also hier auch weiterhin, ne, wird hier natürlich richtig schön gebaut. Halt viel Vegetation natürlich wieder hingesetzt hier, ne, was auch ordentlich, weil manchmal kostet, wenn es natürlich zu übertrieben ist. Aber hier sieht es halt wirklich dezent aus. Oh, was geht denn hier runter? Irgendwas zieht hier runter. Seht ihr das? Da ist so ein. Sehe ich das auf dem Monitor? Nee. Auf dem Monitor sehe ich es gar nicht. Jetzt zieht irgendwas hier runter, so von oben nach unten. Aber das wollte ich jetzt gar nicht. Sondern ich wollte hier hin. Na, also er setzt das Ganze auch wirklich dezent halt. Auch verarbeitet er das Ganze mit der Schräge relativ gut. Ja, oh, warte, ich muss mal hier gerade ein bisschen rumkämpfen, dass ich hier, ja, genau. Ne?
es geht ja hier so bergab und er setzt die Mauer aber halt so, dass es halt auch passt. Und wie gesagt, auch vor jedem Eingang, ja, also arbeitet nicht so schlampig wie meine Wenigkeit hier, der dann einfach hier einen Zaun davor macht und fertig ist es. Ja. Interessant ist, dass die Häuser, achso, das ist auch mit Absicht, die hat er so ein bisschen versetzt gesetzt, ja, dass das Ganze natürlich ein bisschen Wirkung hat. Schön, schön. So, jetzt wollte ich gerade sagen, jetzt ist wieder da. Und natürlich hier immer noch eine Best Punkt ever. Oh, Brems. Durchrutschende Räder ist aktiviert. Das war damals die Szene gewesen, die ich übelst gefeiert habe. Ja, weil das halt so. Aber die hat er verändert. Die sieht nicht mehr so aus wie früher. Die sieht nicht mehr so aus wie früher. Außerdem, hier kommt irgendwas durch. Hier sehen wir es. Hier. Ah, das ist halt kleiner Kickerlitz hier. Ne? Also das ist jetzt, ja. Meckern auf sehr hohem Niveau. Aber ihr merkt, Performance, also man merkt, ja, auch das ganze Gras zum Beispiel, ja, das wird dann halt alles. Da müsste man eher gucken, dass man das dann zum Beispiel sagen könnte, so, okay, das wird abgeschaltet, ne? Also von Seiten von Lotus könnte man hier wahrscheinlich diesen Regler von der Grafikeinstellung noch ein bisschen verfeinern wahrscheinlich. Wobei es aber dann auch wieder an den Modder ankommt, weil der Modder gibt ja halt an, ne, welche Texturen oder welche Objekte werden im Level 1 zum Beispiel angezeigt und welche Texturen werden, also welche Sachen werden im Level 4 geladen. Ja, also Kategorie 1, ne, sind, ich glaube, das war Kategorie 1, die wirklich geladen werden müssen, und Kategorie 3 oder sowas war halt, auf die man verzichten kann oder sowas. Ja, sowas dann halt zum Beispiel. So. Und das Ganze aber nicht machen, weil dann, wie gesagt, manche Objekte dann hier zum Beispiel schwarze Texturen haben oder sowas. Jetzt geht's bergab hier. Yes! Guckt ihr alle, wir scheppern hier so durch hier. Großartig. Und hier, ne? Alles schön verfeinert. Viel Vegetation hier zu sehen, ne? Auch hier, wenn ich mir schon alleine diese kleine Haltestelle jetzt, diese kleine Einfahrt hier angucke, ne? Dass da jetzt schon alleine nur eine Einfahrt. Hier zum Beispiel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Objekte hier nur für eine Einfahrt. Das ist natürlich Detailausgestaltung, ne? Keine Frage. Aber zu Zeiten jetzt so von der Performance her, ich denke mal, woanders wird es besser laufen. Ja, also keine Frage. Aber das ist zum Beispiel, was mir jetzt so dementsprechend halt auffällt. Ne? So, Türen auf. Schöne Schilder, auch schöne Haltestellenschilder hier, ne? Auch wirklich alles hier, auch, dass man nie vergisst, in welchem Spiel man ist, ne? sind wir hier zum Beispiel auch die ganzen Haltestellen, ne? 601, 602, 612. Ich glaube, sie sind tatsächlich hier alle befahrbar. Also man kann die ganzen hier auch fahren am Mühlenkreisel. Ne? Es gibt einen Betriebshof hier, wo ihr hinfahren könnt. Ja, wie gesagt, von dem Betriebshof aus könnt ihr zum Hauptbahnhof oder dann halt auf die einzelnen Linien dann natürlich fahren. Also da ist keine Grenze gesetzt. Das ist auf jeden Fall absolut großartige Arbeit. Das letzte Update, das ist wirklich schon eine ganze Weile her. Also er lässt sich hier auch wirklich Zeit, er lässt sich nicht bedrängen oder sowas. Wenn es was da ist, ist es da. Ne? Vorher gibt er auch nichts raus oder sowas in der Regel. Und das finde ich doch eigentlich eine relativ gute Sache. Ne? Was das hier ist, weiß ich auch nicht. Das ist mir schon letztes Mal aufgefallen hier. Sieht irgendwie aus wie so ein Wasserkram, weil es auf der anderen Seite genauso ist. Ne, wenn man mal hier rüber geht. Ne? Sieht irgendwie so ein bisschen aus, als ob hier so für Regenwasser oder sowas. Hier auch den Kreisel hier, ne? Das ist, sieht auch. Der hat uns damals ja schon fasziniert. Sieht jetzt ein bisschen anders aus. Der Kreisel hier. Zum Beispiel wie bei der Treppe halt doch, wenn man sowas als Objekt platziert, dann das vielleicht ein bisschen performanter halt baut als wie ohne. So, wenn wir jetzt hier rechts rausfahren würden, würde es jetzt zum Betriebshof gehen. Hier rum.
Und wenn wir jetzt hier rechts rumfahren, geht's zum Hauptbahnhof. Aber ihr seht, was ich meine halt, ne? Also es ist halt wirklich heftig. Und es tut mir halt so unglaublich leid halt, ne? Dass das halt wirklich, ja, aktuell so ist. Ich hoffe, dass das Lotus irgendwann eines Tages wirklich schafft, die Performance halt zu verbessern. Wie man das Ganze verbessert, das ist nicht, ja, das wird auf jeden Fall eine Mammutaufgabe. Stelle ich mir gut vor. So, schnell nochmal ein Bild gemacht hier. Zip. Und hier seht ihr das, ne? Ruckel, ruckel, ruckel. Großartig. Und ich dachte schon so, weißt du, wo ich das erste Mal in Lotus gestanden hatte, oh, dachte mir so, das sieht gut aus, das sieht gut aus, wie in alten Zeiten. Hatte sich dann schnell getrübt, denn wo ich dann leider die Grafikeinstellung wieder einstellen musste. Ah, guck mal, ich habe hier vergessen. So, zentrale Omnibusbahnhof, hier geht's nochmal richtig runter mit der Performance, ist ja nicht so, dass wir schon niedrig sind, es geht noch niedriger. Aber hier, ne, sieht man eigene gebaute Objekte für Twinau Hauptbahnhof, sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Was mich mal persönlich interessieren würde, gibt's den so wirklich? Weil manchmal guckt man sich ja immer irgendwo so Objekte ab oder sowas und baut die dann dementsprechend nach. Ne? Also hier, ne, sieht man's. Ah, es gab auch ein Update, denn das Dach ist jetzt repariert worden, oder? War das vielleicht doch nur eine niedrige Grafikeinstellung, warum man das Ganze so angezeigt hat? Ich habe hier deutlich weniger schwarze Objekte als vorher. Aber wie gesagt, halt auf eine Grafikeinstellung von hoch. Ne? Das ist natürlich denn für schwächere Rechner, kannst du das vergessen. Und scheinbar muss es ja so hinauslaufen, dass mein Rechner auch nicht mehr so up to date ist halt. Ne? Wo ich lange gedacht habe, dass ich noch Zeit habe. So, hier sind wir in den Hauptbahnhof halt auch, ne, also viele, viele Gleise dementsprechend und ja, Baustelle hier noch. Das ist hier, das wird das Hauptbahnhofgebäude sein. Hier natürlich wäre cool, wenn man dann das zukünftig dann auch irgendwie dann durch eigene Objekte dann mal ersetzt und alles was, ne. Also da ist auf jeden Fall Potenzial nach oben da. Die Karte ist Multiplayer-tauglich, also man kann sie auch zusammen im Multiplayer fahren. Ne, das ist eine relativ coole Sache. Aber aktuell, ne, wenn man sich mal so überlegt, so, wenn es dann halt wirklich denn in den Multiplayer geht mit solch Performance, später vielleicht noch die KI damit dazu kommt. Hui. So, hier geht es noch zum Betriebshof. Ne? Also wenn wir jetzt hier zum Beispiel aus dem ersten Punkt Reise hier rausgefahren wären, geht es jetzt hier rechts rum zum Betriebshof. Der ist wirklich sehr hübsch geworden. Der ist super gelungen hier. Ne? Also das könnte man auch echt als wirklich real durchgehen lassen, als ob das Ganze irgendwo auch hier nachgebaut wurde. Ne? Ein paar Baustellen hier, wo das Ganze noch so ein bisschen ausgeführt wird. Hier halt Ausweichgleise, wo man rückwärts und vorwärts fahren kann, um die Straßenbahn auch einmal zu drehen. Und also hier sind auf jeden Fall keine Grenzen gesetzt hier. In dem Betriebshof, auch hier haben wir noch so einen kleinen Abstellgleis hier praktisch, wo dann hier einfach nochmal alles abgestellt werden kann. Ne, Fahrwegentforderung, Wagenhalle A. Also hier gibt es hier auf der Rückseite, glaube ich, Schalter, genau. Da musst du hier nämlich die das Ganze anfordern. Ne? Also auf jeden Fall steckt hier richtig viel Detailarbeit drin, ne, wenn man das Ganze guckt. Und was ich jetzt so gesehen habe, was jetzt mittlerweile alles im Steam Workshop erschienen ist, was jetzt so möglich ist mit diesen ganzen Schaltkästen und alles sowas, denke mal, da wird uns in der nächsten Zeit sowieso noch einiges, ja, zu sehen, werden wir einiges zu sehen bekommen. Obwohl ich halt auch so ein bisschen das Gefühl habe, dass das Ganze vielleicht auch ein bisschen nach hinten losgeht. Denn es gibt halt einen Schaltkasten, wo halt nur bestimmte IDs drauf zugreifen können. Also, ja, wenn jetzt zum Beispiel XY baut jetzt eine Karte und der sagt jetzt zum Beispiel nur die eine ID darf darauf zugreifen und die anderen dürfen nicht, ja, dann könnte ich mir das auch so ein bisschen vorstellen, dass das Ganze vielleicht ein bisschen ausgenutzt wird. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze, ob das halt wirklich auch benutzt wird halt. Das ist immer so eine Frage, ne? Sonst, wie gesagt, so eine Ampelkästen oder alles, was kannst du jetzt hier mittlerweile, mittlerweile sind
gibt schon echt cooles Spielzeug, wo ich mich dann aber mal frage, ist das denn halt für einen echten Straßenbahnfahrer vonnöten, wenn ich mir jetzt einen Ampelkasten angucken muss? Ich glaube nicht, dass der jetzt so da an den Ampelkasten rangeht und guckt, ja, wie läuft denn die Ampel so? Ich glaube, das ist nicht den seine Abteilung. Von daher muss man das Ganze jetzt unbedingt einbauen. All das kostet natürlich auch noch Performance und hier und da. Ne? Also, ja. Wie seht ihr das Ganze? Könnt ihr gerne mal in die Kommentare posten. Sonst von der Karte geht es natürlich noch auf die Rückseite hier weiter. Wenn ich jetzt mal so ein bisschen jetzt hier so durchscrolle, hier zum Beispiel diese Gebäude hier, die kommen mir absolut nicht bekannt vor. Die kennen die gar nicht. Ja, also, keine Ahnung. Das sieht auf jeden Fall interessant aus, weil diese Objekte, die haben keine Mipmap. Zumal das Ganze sowieso sehr gut texturiert ist, sehe ich gerade. Weil diese Steine hier doch deutlich größer sind als diese Steine. Und hier zwischen dann wieder kleine Steine und dann wieder große Steine. Auch das mit den Röhren hier. Hat man sich natürlich hier echt die Mühe noch gemacht, auch die ganzen Halterungen so nochmal zu simulieren hier, ja. Ich meine, okay, also Realismus, klar, keine Frage. Aber das ist, glaube ich, noch ein bisschen zu viel des Guten, ja, wenn man sowas macht. Und sonst, wie gesagt, hier Schornstein und alles was. Also wie gesagt, ich kenne das Gebäude nicht. Mir kommt das nicht bekannt vor, wer das gebaut hat. Ja, also von daher ist das jetzt nicht jetzt irgendwie, ja, jetzt meckern oder sowas, ne? Sondern zum Beispiel, diese Objekte haben dann keine Mipmap. Das bedeutet halt für schwächere Rechner, ja, diese Gebäude werden automatisch schwarz angezeigt, ja. Und auch interessant, wenn ich das Ganze jetzt hier zum Beispiel nachts fahre, ja, warte mal, vielleicht kann ich das ja noch einstellen. Ich hoffe jetzt nicht, er stürzt jetzt ab. Also, wenn er jetzt abstürzen sollte, dann tut es mir jetzt leid. Ja. Das leuchtet so komisch. Warum leuchtet das? Wisst ihr, was ich meine? Warum leuchtet das so extrem? Auch hier, also die ganzen Stangen, die kommen mit dazu. Jetzt müsste man hier mal gucken, ja, wie krass ist das gebaut worden, ja? Sind die jetzt halt wirklich rund oder sowas? Das sieht nämlich schon wirklich sehr rund aus. Das Schöne ist, man kann immer so rangehen, da kann man hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Das ist jetzt schon zu viel. Das ist zu viel für so ein kleines Objektchen. Sind das jetzt schon zu viele? Also, das reicht, wenn es halt vielleicht 8 Kanten hat oder sowas. Das ist ein kleiner Haltegriff. Das alles mal 2. Das zieht Performance, Leute. Holy shit, wirklich. Sonst geht's hier weiter. Fahren, zipp, ne? Hier wieder eine schöne Küche vorbei. Hier auch schön mit Springbrunnen und alles, was ich werde mal wieder heller machen, damit ihr wieder was seht. Ne, sonst ist es doof, wenn ihr das Ganze verpasst. Hier, ne, sehen wir zum Beispiel, hier wird das Ganze noch geladen. Da hat man das Ganze so mit Splines gelegt, die Treppe, so wie wir es vorhin in der St. Marienkirche, glaube ich, hieß sie. Wir hatten auch hier wieder, ja, wie viel Detailarbeit hier drin steckt. Hier so mit schönen Parkbänken. Und ich liebe diese Parkbänke, die sind großartig. Ich glaube, von Kartoffelphantom war das. Ja, also der macht hier wirklich richtig schöne Arbeit. Also das kann man mal lassen. Auch hier, wie gesagt, an jeder Stelle, ne, so schöne Parkbänke und die Bäumchen hier alles richtig schön platziert. Auch sich hier die Mühe gemacht, hier mit diesen ganzen, wirklich hier die einzelnen Parkplätzen und so weiter und so fort. Eieiei. Leute, das ist Arbeit, die hier drin steckt, das ist echt wirklich. So, sonst auch hier, wie gesagt, haben wir hier so einen kleinen Dönermann. Oder nee, das ist nur ein kleiner Einkaufskiosk hier mit Mülltonnen und Parkbänken und hier hinter noch eine Bank und also. Er gibt nicht auf, er versucht natürlich das weiterhin auf einem hohen Standard zu halten hier. Ja. Aber wie gesagt, geht natürlich oder läuft die Gefahr, dass das Ganze hier performanter immer schlechter läuft. Das ist natürlich ein bisschen, wie gesagt, kann man nur auf die Zukunft von Lotus hoffen. Sonst fahren wir hier wirklich lang hier. Nur zup. Und wir haben hier so eine kleine Mauer hier. Hier oben steht eigentlich noch ein Zug. Ich glaube, das hat er nur noch nicht geladen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Dann müsste jetzt vielleicht das jetzt mal weiterladen. Hier oben stand nämlich sonst noch eine kleine Stadtbahn. Ne? Hier sehen wir, dann geht es denn hier weiter. Also ihr seht, die Karte, die ist mega gewachsen. Das ist Wahnsinn. Hier oben altes Bahnhofsgebäude, glaube ich, soll das Ganze denn darstellen. Und hier haben wir dann so eine Dreiecksgeschichte hier, wo wir dann hier praktisch reinfahren, rückwärts rausfahren und dann ja wieder auf Kurs sind. Oder wahrscheinlich, wir fahren eher hier lang, zip, ja, also von hier nach hier, fahren dann hier rückwärts, damit wir die Fahrgäste einsteigen lassen können und dann geht es wieder on Tour.
Aber auch hier hinten, weißt du, wahrscheinlich, wo kein Einzelner hinfahren wird, ja, wirklich bis ans Ende hier. Der sehen wir hier nochmal. Was ist denn das für ein Ding? Das kenne ich auch noch nicht, das Gebäude hier. Siehst du? Das Toilettenhaus. Das sagt mir auch noch nichts. Aber auch hier mit Parkbänken. Wirklich hier alles eingebaut hier mit Parkbänken. Also, kannst du mir sagen, was du willst. Aber hier ist auch weiterhin Detailarbeit, wirklich steht ganz, ganz groß dran. So, jetzt hat er hier auch die Mauer geladen, aber das Fahrzeug lädt er nicht. Okay, dann wird das Fahrzeug wahrscheinlich weggenommen haben. Hier stand oben mal ein Fahrzeug. Ist jetzt auch nicht mehr. Ja, auch hier, guck mal hier, sind ja auch noch Parkbänke drin. Obwohl, das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Aber es ist eine schöne Brücke auf jeden Fall. Ist eine schöne Brücke. Ja, aber so sieht es auf jeden Fall aus von der Karte Twinaue. Jetzt sind wir ja noch schon wieder bei einer halben Stunde hier angekommen. Großartig. Ja, also ihr seht, es ist ordentlich was dazugekommen hier auf der Karte. Ich finde es richtig hübsch. Also absolut fantastisch. Das sieht wirklich absolut wieder großartig aus. Auch weiterhin wird hier viel, viel Wert auf kleine Details geachtet. Ne? Aber man geht halt wirklich halt, ja. Man kann entweder eine Karte bauen, die performance-schonend ist, oder eine Karte, die halt ja nicht performance-schonend ist. Und hier muss man natürlich sagen, ne, das ist hier, muss man sich halt ein bisschen entscheiden, in welche Richtung geht man. Aber wie gesagt, ich denke mal, bei anderen Rechnern wird es wahrscheinlich gar nicht so schlimm laufen, wie es jetzt hier bei mir der Fall ist. Vielleicht halt wirklich das System halt doch deutlich veraltet. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall, ne, ist das hier wieder schöne Arbeit. Wie gesagt, viel Liebe zum Detail. Wie gesagt, wenn wir uns das Ganze jetzt hier angucken mit den einzelnen Parkbänken hier um die Bäume herum und alles sowas, also das sieht schon wirklich, wirklich schick aus. Da denke ich mal, da können wir uns wahrscheinlich alle die Hände reichen. Das sieht wirklich doch deutlich hübsch aus. Und natürlich weiter geht es hier mit Twin Hour, müssen wir mal abwarten. Ne? Ich denke mal, das Ganze geht hier weiter. Da wird noch einiges wahrscheinlich dazukommen, weil viele Punkte sind noch offen. Zum Beispiel ja, an der einen Haltestelle, da könnte man wahrscheinlich auch noch weiterfahren. Ja, wenn man das Ganze mal so grob betrachtet. Ja, sonst, wie gesagt, haben wir am Hauptbahnhof noch ordentlich Potenzial, wo es weitergehen könnte. Nee, hier am Betriebshof, ne, geht es hier auch noch geradeaus weiter, ne, wo man weiterfahren könnte. Also hier ist jede Menge offen. Ja, also das ist hier ist wirklich jede Menge offen. Bin mal gespannt, was da noch so passiert. Ihr könnt ja gerne mal eure Ideen, euer Kommentar einfach mal dazu unten runterschreiben. Wie findet ihr denn diese Karte? Und habt ihr eine Karte da, wo ihr sagen würdet, die ist tausendmal besser? Dann lasst mich das mal zukommen. Ja? Also ich gucke mir das gerne an und dann können wir ja mal gerne vergleichen. Aber ich bin immer noch der Meinung, an Twin Hour kommt bis dato keine einzelne Karte ran. Ja? Ich habe jetzt schon einige Karten jetzt getestet und gespielt, aber so viel Detailarbeit, wie hier drin steckt, ich glaube, ist mir bis jetzt noch bei keiner anderen Karte so wirklich aufgefallen. Aber wie gesagt, vielleicht wisst ihr besser und ihr könnt mir da eure Karte nennen, ne? Und ja, an sich dann war es das für die Folge heute. Wenn euch das Video gefallen hat, unbedingt ein Like da lassen, würde ich mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns dann zum nächsten Part wieder, wenn es weitergeht mit einer weiteren Folge Lotus Simulator. Ich bin's, der Bio, verabschiede mich, bedanke mich, sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.